Das ist ja gut, Peter, da kommen Sie, die Schmengen aber zu wissen, die finden dich so richtig wohl an dieser Halle. Für ein paar Wochen sind wir mal im Basket als Champion gehen und ich meine, du war heimlos. Also, cool finde ich, ne? Ja, das war ganz flott. Ich meine, wir hatten ein formidables Saison für uns Sportsvereine, besonders Mannschaftssportsvereine. Wir hatten nur für eine gute Woche, hatten ein Feier, da konnten wir 6 Champions-Titel, respektive Cup-Gewinner an den einzelnen Mannschaftssportlern halt von Dittling feiern. Wir haben uns da mal selber proklamiert zur Hauptstadt von den Equipensporten hier im Land. Ja. Also man eine super neue Halle an vielleicht Sportler aus der Region interessiert. Eben drum, da sind die Transformationen, die werden stattfinden. Vielleicht können wir das verraten. Ja, ich meine, hier ist es in einem Halle mal Studios gespielt, durchgebaut gehen, das hat Grimmler. Neben drum, das ist der Komplex, cool, also schwärmt ich nur schon zu was, respektive. Die anderen, die haben es ja schon vor dem Handball aus dem Herr, das lief natürlich auch die Wissi, die noch von der alten Infrastruktur profitiert. Und wir haben noch praktisch 40 Schuhe bocken. 40 Schuhe, ich meine, da geht man im Lift, die nicht wie du. Da muss ich schon bei radikal viel gehen, aber nun hast du dezidiert, dass man sich die Erde, die Beine spielen, total aufrappen. Und dass man nur ab, wahrscheinlich Ostern, nächstes Jahr geht das, aufrappen. Und dann gut 2 Jahre werden dauern. Bis dann ein neuer Herr steht, mit einem neuen Schwammerl auf dem Also, von dir das so, bin ich ein bisschen depressiv, weil zu Woche kann ich jetzt schon mal schaffen, dass er mir tatsächlich was kriegt. Egal, heute zu Dittling geht es ganz viel auf dem Kampfsport. Also, ihr könnt mich korrigieren: es gibt den Taekwondo, es gibt den Aikido, es gibt Krav Maga, Wing Chun, also, es gibt eine ganz kurze Sache. Zieht ihr so einen Kampfkunstverein um? Wieso floriert das heute so super zu Dittling? Ich meine, das für jede Initiative einschlafen muss. Ich meine, das ist gemein, die. Das ist unbedingt am tun, dass wir das nach einfach weiter beikommen, wenn wir dann ganz viel, ich meine, insgesamt 120 Vereine, und davon da gibt es so einen russischen Sportverein. Und natürlich Vereine, die ich natürlich auch Trainingsmöglichkeiten schaffen, die ich auch Möglichkeiten schaffen für unsere Bedingungen, Kompetition zu machen, und dürfen eben noch neu halen. Und, ich meine, eine gute Idee, die kann man sprechen, als in der Tat, respektiv an anderen schon selbst Sportzeit, die man auch am Teil gesagt, dafür, dass sie dann auch nicht funktionieren. Ich meine, wir sind hoffentlich, weil das Stadt eigentlich die Lift, sind gut, die noch durch die Vereine. Dafür gilt tatsächlich auch den Sportvereine, und dafür probieren wir auch als Bestes. Also, ich sage mal einfach so, macht weiter so, also, du hast den Kampfsport halt zu nehmen, weiter zu reden. Alex Brot, ich finde das Messer. Ja, merci, Jochen. So, 400 immer so Grundtechnik, wie den Kater oder Pumse, wie der da immer hecht. Geht es am Krav Maga wirklich ganz, ganz klar, drin für sich ganz seriös direkt können zu wirren. Gut, ich gebe da proposieren, gucken wir uns das dort nun. Sie haben 3 Szenen aus, wenn wir mal da vielleicht Realität aufgehoben, nee, Realität nicht gerade, wir verdreifen müssen, hoffen, dass das da nie wird geschehen. Ja, ist eine Situation, wo ich zum Beispiel an einem Kaffee will, gemütlich etwas trinken. Ja, da geschieht etwas, was ich eigentlich hoffe, es wird nicht geschehen. Komm, wir gucken mal, Krav Maga, wie der Richard Sof herzieht. Go!
kurz umgebaut und dann können wir in zwei Situationen für den Loh und Krav Maga verschiedene Schlottechniken, Umfeldtechniken, Blocktechniken gewisse kriegen, die eventuell dann ein Kind angesagt in einem Fall wie Loh gegriffen werden. Ich hoffe natürlich immer, dass in so Techniken nie so ein Leben braucht, aber dass sie immer wie sicher, wann ihn da was trainiert wird. Hey!
reicht doch vielleicht ein Tiefgarage. Die fühlt sich schon ein bisschen unwohl. Ja, Tiefgarage, Auto, Parking. Tja, dann gucken wir mal, was für komisch gestaltet eventuell du könntest auftauchen. Für uns zwei, drei Wochen hat er sein Schwarzzentrum Krav Maga gemacht. Merci, Marc. Merci, Krav Maga.